So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 107. Folge von Forza Horizon 3. Und heute fahren wir mal den Mercedes G65 AMG, einen, wie man sieht, Geländewagen. Wo das geht ja auch logischerweise steht. Und das ist ein Schiff von Mercedes, das ist auch nur geil. Der Wagen besitzt einen sage und schreibe 6 Liter großen V12 Motor mit zwei Turboladern und einer Leistung von 612 PS. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich meine, das ist ungefähr die Leistung wie von einem Lamborghini Huracan oder einem Audi A8. Und der hat 2 PS mehr als ein Huracan. Natürlich auch ist er ein bisschen schwerer, eine Tonne ungefähr oder sogar ein bisschen mehr, aber immerhin. So. Mal gucken, was der so heute leisten kann, dieser Wagen. Und man sieht schon, er ist relativ eckig, kantig, auch groß und schwer. Aber finde ich jetzt eigentlich nicht so schlimm. Und er ist auch serienmäßig hier schon in der B-Klasse angesiedelt. Natürlich Allradantrieb. So, ich. Wait. Ja, ich werde ihn erstmal tiefer legen, aber wird noch gleich. Obwohl. Wir machen erstmal Rennfedern und legen danach wieder hoch. So, Stabis brauche ich natürlich, weil der Wagen hat zu viel Gewicht. Hätte ich gerne ein bisschen weniger, denn er wiegt jetzt noch aktuell ein bisschen über 2,5 Tonnen, also schon, das ist echt viel. Noch hat er geile Sidepipes. Links und hat er rechts auch welche? Ja, beiden Seiten Sidepipes, doppelte. Geil. So, aber hier geht auch ein bisschen weniger. Ich würde sagen. Ja, 2,2 oder 2,3 Tonnen, das geht noch. Ist aber noch kein Leichtgewicht, aber ist schon mal ein wenig mehr. Naja. Gerade in diesem gar nicht so schlechten Silber, also silbermäßig. Die Felgen, die sehen auch ganz gut aus eigentlich. Natürlich, die werden auch ein bisschen größer kommen, auch andere Felgen, aber naja. So, hinten haben wir in der Serie für den Wagen süße 275er. Da geht auch nur 1 cm mehr. Ich denke mal, vorne wird das gleiche sein. Genau. Auch nur 1 cm mehr. Das ist nicht so viel, ne? Aber wir brauchen andere Felgen. Ich habe da schon so eine Idee, was wir aufmachen könnten. Und zwar Felgen von Hamann. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde die irgendwie geil. Da hatte ich auch schon in Horizon 2 drauf, die Felgen. Und in Forza 6 glaube ich auch auf dem Wagen. Aber wir können trotzdem gerne mal weiter gucken. Muss dann wie so Offroad-mäßig aber noch coole Felgen gibt. Ich kann auch gerne ein wenig luxuriös aussehen, habe ich nichts gegen. Denn der Wagen ist ja alles andere als günstig oder irgendwie normal. Und den Wagen gibt es ja auch als Variante 6x6, das heißt mit 6 Rädern und ich glaube 2 Triebsachsen, wenn nicht sogar 3. Das ist nämlich auch ein 4 oder nee, ein 6 Meter langes Teil. Und kostet auch, glaube ich, eine halbe Million Euro ungefähr. Ja, Schnäppchen, ne? Die haben auch was, die Felgen, ne? Die Alpha 1. Ah ja, auch was. Ich hab irgendwie Bock auf Haar, Mann. Ich kann ja wirklich nicht sagen, warum ich die mag. Die werden viele auch, denke ich mal, scheiße finden, die Felgen. Aber hier von. Rotiform, Alter. Nee, wir nehmen doch mal die Haarmann-Felgen. So, wo waren sie? Da. Werden auch ein bisschen größer kommen. Ich weiß, es ist ein Geländewagen, aber. Da. Leute, ne? Das sind jetzt hier auf dem Wagen 20 Zöller. Und das sieht mal überhaupt nicht groß aus. Also wirklich, das sieht alles 20er locker. Selbst die sehen nicht so groß aus. Das ist immer noch eine Menge Reifen. Aber der muss wieder hochgelegt werden. Das mag ich auch nicht ganz. Wenn er so übertrieben tief ist. Bessere Reifen. Die würde ich sagen, die brauchen wir Geländereifen? Irgendwie wäre es auch schon cool, ne? Ah ja. Sind aber auch. Sind die auch ein bisschen breiter, die Reifen? Sieht irgendwie cool aus, aber irgendwie auch nicht. Wir lassen es mal so. Wir haben schon diese dicken Felgen drauf und dazu noch Offroad-Reifen, das passt einfach überhaupt gar nicht. Von der Leistung her bleiben wir, würde ich sagen, weil 612 PS, das ist definitiv ausreichend. Ist jetzt zwar am Anfang A-Klasse der Wagen. Aber man soll sich nicht täuschen. So, was geht hier eigentlich noch? Habe ich gar nicht geguckt. Zwar gibt ja noch was von Hamann selber. Wow. Das ist mir aber zu krass. Dann noch von Mercedes. Was so ein Grill, den brauche ich auch nicht. Jetzt spoilertechnisch, da geht auch tatsächlich was.
Können nämlich hier das Ersatzrad hinten abmachen und so einen Spoiler oben darauf bauen. Ob da was bringt, weiß ich nicht, aber naja. Sieht bescheiden aus. Wir lassen es aber mal alles dran. Sie bisschen gehört. Hinten geht auch noch mal Schürz an und dreifache Sidepipes auf jeder Seite. Ach du Scheiße. Nein, sieht aber nicht so toll aus. Was geht hier? Achso, noch diese. Bei den Lichtern hinten das noch rummachen, das Metallzeug. Brauchen wir nicht und wir haben noch hier. Brauchen wir alles nicht. Wir lassen den Magma so, wie er ist. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Ob du willst und nicht. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Tut mir leid, aber. Das muss da mal raus. So. In welcher Farbe hätte ich den Wagen denn gerne? Das ist eine gute Frage. Aber Mercedes bietet hier schon selber einige Farben. Oh, das sieht bad aus, ne? Sieht richtig badass aus, finde ich. Okay, rot schon mal braun, Alter. Wer macht seine G-Klasse braun? Wirklich. Oder grün. Das geht gar nicht. Aber hier so. Es sieht irgendwie geil aus, finde ich. Es hat was. Komm, scheiß drauf. So, die Felgen kommen natürlich. Schwarz. Ja. Kann man machen, würde ich sagen. Kann man machen. Ich bin mal gespannt, wie sich die Klasse hier anhören wird. Ich meine, den V12, den kennt man ja schon aus anderen Autos, oder den ähnlichen V12, nicht gerade gleich, aber der ist auch schon drin, quasi hier im Spiel zumindest, im SL65 AMG Black Series. Da ist der V12 quasi drin, oder halt der Vorgänger. Oder halt fast gleiche. Und auch außerdem, was vielleicht einige gar nicht wissen, auch im Pagani Huayra und Huayra BC. Es hat nur eine andere Leistungsstufe. Also nur, ne? Also. Der Wagen ist ja nicht gerade langsam hier, aber. Das sieht fett aus, aber der Wagen muss wieder höher gelegt werden. Ausnahmsweise mal. Mache ich eigentlich selten auch das höher legen, aber. Ja. Ich hätte auch Offroad-Federn reinbauen können, aber nein. Das mache ich dann doch nicht. Machen wir sogar ganz hoch, ich weiß gar nicht. Aerodynamik geht hier nix. Aber wir können mal noch ein bisschen was zugunsten der Hinterachse machen. Auf 100, ja, unter 5 Sekunden. Auf 100 Meilen, 11 Sekunden. Und Topspeed, ja gut, ist nicht so hoch, aber ganz ehrlich, ich will den CW-Wert von dem Wagen gar nicht wissen. Der ist wahrscheinlich schon bei über 1. So, dann noch der Bremsweg, der ist natürlich auch richtig geil. Aus 100 km/h, 85,2 Meter. Das läuft bei euch. Es ist ganz schön viel. Na gut, was soll man machen? Man fährt halt ein Schiff. Das ist schon nicht gerade klein, das Ding hier. So, ein bisschen kürzer hier alles noch. Zack. So, glaube ich, erstmal passen und der Wagen. Sie können irgendwie noch höher, würde ich sagen. Wir machen mal komplett hoch. Der Fehler geht auch nicht mehr. Na gut, noch 2 cm. Aber fast 3. Komm, weil wir es können. Wupp. Ja, das ist doch mal G-mäßig, also Gelände. Das finde ich nice. So, es regnet auch gerade nicht so schön, aber wir machen mal einen kleinen Soundcheck gleich noch. Erstmal ein bisschen vor zur Straße. Das ist gerade übrigens nicht Vollgas. Also nicht, dass ihr euch wundert. Das ist Vollgas. Ja, bis jetzt. Ich finde den Wagen geil. Ist halt wirklich riesig. Aber dafür findet natürlich viel Platz im Innenraum. Auch ein riesiger Kofferraum natürlich. Also in Urlaub fahren wir dem Ding kein Problem. Zumindest platztechnisch. So. Kurz anhalten hier, Alter. Und einfach mal kurz den Sound genießen.
Leute, ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Digga, V12 in Ding. So muss das. So, kurz Beschleunigungstest machen. Oh. Das, auch noch dieser Speed hier. Bei 2,3 Tonnen Auto. Nicht schlecht, würde ich sagen. Ah, ist schon geil. Also auch der Innenraum. Natürlich sehr luxuriös gehalten. Feinste Materialien hier. Und eine sehr, sehr hohe Sitzposition. Nicht ganz ohne. Aber das Getriebe, das geht schon mal deutlich kürzer. Hier zumindest. So. Ja, ist schon. Ist echt. Wirkt auch sehr überdimensioniert hier. Also man fühlt sich schon wirklich wie einem, ja, wirklich wie einem Bus oder so, LKW-mäßig. Es ist schon wie auf dem Thron hier sitzen. Als wenn man der König der Welt ist. Oder man ist zumindest mit dem Ding hier nah dran, ne? Weil es ist halt. Es ist riesig. Riesig passt, glaube ich, ganz gut. Aber dafür auch hat es auch einen dicken Motor mit viel Leistung. Und es ist auch halbwegs schnell dadurch. Gut, nicht ganz so das Mega-Monster, aber. Na und? Man muss ja nicht immer nur irgendwelche Supersportwagen fahren oder Hypercars oder whatever. Mal sowas Cooles. Oh Gott, die Kurvenlage. Ach du Scheiße. Komm. Sieh. Weg da. Verpiss dich. Ich glaube, der ist jetzt tot, der Fahrer. Tut mir leid. Dann würde ich sagen, starten wir mal ein, zwei Rennen. Ja, fangen wir mal hier an mit Apostles Beach querfeldein. Das hat der Wagen eigentlich ganz gut hinbekommen. Oder er ist zumindest nicht ungeeignet dafür. Bremstest. Oh Gott, ja. Also Bremstest oder Lohnskala von 1 bis 6, eine 5. Was Soundskala? Da ist er. Ah, ich würde sagen, eine 3 plus. Wenn nicht sogar eine 2 minus. Also doch 2 minus, komm. Fucking vor 12 Vito. Sorry, wollte ich nicht A-Klasse. Tut mir leid. Bezahl auch alles. Komm hier. Ein großer Angie. Oh Gott, im Himmel. Oh Gott. Das sind wir auch gleich schon. Immer noch hier am Regen die ganze Zeit. Fürchterlich. Obwohl gerade bei mir zu Hause so strahlender Sonnenschein ist. Ich glaube 15 Grad oder 16 Grad sogar. Es ist schön warm, sonnig, fast wolkenlos. Ich meine, was will man mehr? So Sonnenaufgang, schönes Wetter oder jetzt ein bisschen bedeckt, das passt eigentlich. Einfach mal starten, würde ich sagen. Und wir haben auch hier ganz nette Konkurrenz mit bei. Denk mal so an BMW, Bentley, Land Rover, Cadillac. Ja, was ist da noch alles? Außer die Marken jetzt, die ich genannt habe. Jeep natürlich auch. Wir gucken mal kurz. Ja, genau, BMW, Land Rover, Cadillac, Mercedes, Bentley, Jeep. Achso, die Jaguar F-Pace natürlich auch, war klar. Und sonst, ja. Nett, nett, ne? Was
Was macht der Lettwo da gerade? Komm, bewegt eine 2,3 Tonnen. Das ist trotz Gewichtsreduktion, ne? Da ist eigentlich noch ein wenig schwerer. Aber ein bisschen wollte ich abspecken. Nicht komplett, aber weil es noch eine G-Klasse, die muss irgendwie schwer sein. Zumindest jetzt eine neueren. Oh Gott. Ja, moin. Da war der Baum. Hallo. Vergang. Ach du Scheiße. Ja, geht Offroad. Ganz gut. Ich glaube, höher legen war eine gute Idee. Ich kann wieder schön viel abfedern. Oh Gott, ey. Das fährt sich wie ein Boot. Aber das muss auch so sein. Sonst wäre es keine G-Klasse. So. Auch schön auf dem ersten Platz hier. So kann das gerne bleiben. Ist ja meine Lieblingsposition. Komm. Am vierten bleiben. Ich kann eine Kette oben am Laufen, die ich gerne behalten würde. Deswegen jetzt keinen Fehler machen, auch wenn es geht, nicht zurückspulen. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ja. 160.000, aber Lenkenfahrgern. Waren nur 60.000 Punkte, aber immerhin. Besser als nichts. Der Sound, ne? Der ist einfach geil. Der dicke V12. Plötzlich so kraftvoll. Auch noch diese 1000 Newtonmeter Drehmoment. Das ist auch geil, ne? Mit 1000 Newtonmeter. Das ist sogar so viel wie zwei Porsche 911 GT3 RS. Wie zwei komplette Wagen. Und ich überschlag mich hier. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Hä? Was? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Oh. Komm. Ah. AMG zieht. Ich könnte gerne Wasser fahren, ich aber nicht. So. Ja, durchschlenkern. Bei den 12 Aposteln. Hier auf den Sand drauf. Um das schön zu beschleunigen. Das wird auf jeden Fall deutlich mehr Sieg sein. War auch bis auf jetzt dieser Sprung eigentlich keine große Kunst. Aber weil ich es kann, einfach mal noch hier. Zack. Der hat noch aufgeholt, aber war noch locker genug Luft drin. Ja, Deutsch 1 Fabian. Wieder die ersten drei aus dem PXH Club, so muss das. Weil der PXH Club ist natürlich der beste Club der Welt, was auch sonst. Zwar nicht der beste YouTuber, aber der beste Club. Aber trotzdem ein sehr, sehr guter YouTuber. Könnt ihr ja gerne mal reinschauen bei YouTube. Heißen dort die Pixelhelden. Und die sind hauptsächlich bekannt, vor allem der Wade, das ist halt eine Truppe aus ein paar Leuten, ich glaube 5 oder 6. Und am bekanntesten davon ist der gute Way. Und der spielt halt viele Forza. Das mögen die Leute anscheinend sehr, ich auch. Hat sehr gute Videos und am Ende Wheels bin. Und ja, der Bola EXRS hat der Typ gewonnen. Aber für uns sind es leider nur 30.000. Schade. Hätte gerne mehr bekommen. Dann würde ich sagen, ein Rennen geht noch, ne? Und ich weiß auch schon, welches Rennen. Habe ich mir vor der Folge mal so ein bisschen angeschaut. Weil das bin ich nämlich letztens auch online gefahren. Nämlich das hier. Fahren wir mal schnell hin. 9 Kilometer. Wir fahren mal so. Sparen Weg. Alter. Ich mag den Wagen wirklich. Ist nicht der schnellste, nicht der hübscheste. Aber ich würde sagen, ein Auto, was sehr viel Aussehen erregt. Ah. Na moin. Komm. Jetzt verlieren, aber das sage ich eigentlich jedes Mal. Man kann es ja trotzdem versuchen.
Aber meine G-Klasse zieht den Ariel. Der fährt schön ins Wasser, kann er gerne machen. Ah. Okay, was hat das gerade, Ariel? Was hat das gerade, Fabian? Komm rum. Sag hier wieder die Landstraße rauf. Oder den Highway. Wenn es hier überhaupt so heißt. Das Geld sollte wieder meins sein, was Ariel da gemacht hat. Ich weiß es nicht, wann er da so hart gebremst hat. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, der Typ. Also dafür unsere über 50.000 Credits wahrscheinlich. Ja, da mal sehr viel Geld, genau, wieder. Über 50.000 Credits für 3 Kilometer fahren. Ist ja echt leider nicht so. War sogar auf unserem Weg perfekt. Also quasi beim Hinfahren zum Rennen noch Geld gemacht. Das ist nicht gerade wenig. Wahrscheinlich mehr als beim Rennen selber. Komm, um. Hier, Kurve mit Vollgas und... Die geht mit Vollgas, ja, aber das ist nicht gerade angenehm. Bei 200 Sachen. Hallo Mauer. Zack, hier den Buggy überholen. Kann nix. Zack, Alter, mit bald 230 km/h. Ja, der Wagen wird immer schneller und ich fahre mal schlechter. Weg da. Alter, wie ich den Buggy gerade weggeschubst hat. Als wenn das so nichts wäre, als wenn das irgendwie so ein... was Leichtes wäre. Der Buggy wiegt ja auch ein bisschen, natürlich wiegt die G-Klasse mehr jetzt doppelt so viel, denke ich mal. Aber trotzdem. Warum hast du den Buggy weggebasht? Naja. Mit so einem dicken Ding, da bist du halt quasi ein fast unaufhaltbarer Rambock. Nur dass der Guck halt nochmal doppelt das Doppelte ist von dem hier. Sogar noch ein bisschen mehr eigentlich, fast das Dreifache. Oder zweieinhalbfache eher. Das passt, glaube ich, ganz gut. So. Sind wir wieder so weit in einer normalen Landschaft, so einer Ebene, so mäßig. Oder zumindest weg vom Dschungel. Was ich auch ganz gut finde. Weil hier sollten nicht so viele Bäume sein zum Gegenfahren. Da dafür bekannt, dass ich sehr oft irgendwo gegenfahre. Vor allem gegen Bäume. Das kann ich sehr, sehr gut. Sieht mich halt schon, wie gesagt, magisch an. Ich bin nicht vorbeigefahren. Das ist mir jetzt nicht passiert. So. Hier sind wir auch schon. Yarra Valley Berg, Querfahrteinstrecke. Ja, das machen wir noch. Wir werden jetzt aber nur 2 Ründchen fahren. Genau, Spot Utility Heroes. Nochmal 2 Runden. Starker Regen, bitte nicht. Wolkenregen, das ist schon eher. Erstellen. Nur hoffentlich reichen 2 Runden für den Sieg. Wenn nicht, dann ist es ja auch nicht schlimm. Man muss ja nicht immer nur Erster werden, ja? Oder so wie Jay sagen würde, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Also Jay von PeteSmeet. Er ist ja auch nicht immer der Hellste. Ich glaube, wie Schwarz, das ist auch nicht gerade die Hellsten. Ich habe schwarzen Humor, deswegen. Und das nicht gerade wenig. So, auch wieder nette Wegelchen hier mitfahren. Wieder geil, X6 auf Bentley. Zu sagen, die ich sehr, sehr gern mag. Oh nein. Ach du Scheiße. Halber weg da. Die Strecke, die ist fucking awesome. So, Alexa Platz. Noch nicht überschlagen. So, vielleicht Dritter. Schade. Nein, der Bentley noch nicht.
Tada. Oh, nee, 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 nee. Das hat nicht ganz so funktioniert. Also so springen mag der Mercedes überhaupt gar nicht. Das geht irgendwie jedes Mal komplett schief. Wie jetzt zum Beispiel. Das ist irgendwie jetzt letzter Zeit öfter so. Vielleicht so in den letzten Tagen. Jetzt schon wieder. Ja, die Stelle ist einfach so schön, die muss ich einfach nochmal machen, deswegen. Das Sprung wieder macht mir so viel Spaß. Bis ich wollte ich direkt nochmal fahren. Ja, es war noch verhältnismäßig gut. Zack. Was er gemacht hat, weiß ich nicht. Ich kann da zurückspulen, die KI natürlich nicht. Oder nur wenn ich es will. Sigma, denen ist ein Fehler ein Fehler. Ey, ruhig, mein Freund. Ich kann den Fehler zum Glück ausbessern. Und Fehler passieren mir ja nicht gerade wenige. Oh. Alter. Lass uns wieder mit der Fähigkeit punkten. Der Billet ist aber ganz schön schnell, meine Güte. Also auf jeden Fall. Naja, so, irgendwie so, jetzt die Riesensprung auf die, über diese Rampen, das geht überhaupt gar nicht. Das ist der Mercedes komplett, wow. Komplett falsch für... Aua. Und wieder 200.000 Euro im Arsch. Man wird ja, denke ich mal, schon kosten, oder? Oder 150.000 auf jeden Fall. Auch je nach Ausstattung natürlich, aber... Ja, wird schon nicht gerade günstig sein, die G-Klasse. Oder der G65 zumindest. Gibt auch sicherlich günstigere Varianten, aber hier der G65 AMG, der ist schon kein Auto für jemanden, der nicht viel Geld hat. Leute, die immer sparen wollen. Bei Sprit wird der Wagen auch ordentlich schlucken. Also 15 Liter auf jeden Fall. Bei dem dicken Motor. Und es ist wieder so. Irgendwie, ich verstehe es nicht so ganz, warum. So, eigentlich... Na, 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 na. Na, 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 Freund. Du willst auf den ersten Platz? Oder das sehe ich jetzt ja wohl gar nicht ein. Ach komm, Forza, ne? Also das ist ja wohl. Das ist ein Skandal. So. Ist doch gerade schon wieder dunkel hier. Das sollte unser Sieg sein. Eine Unzeit, die war echt nicht gut. Das war nicht so geil. Auch die Sprünge habe ich auch mega verkackt jedes Mal. Zeit war auch nicht so gut. Auch ein 1,15er wird ja locker gefahren. Mehr als locker hier auf dem dritten Platz. Und im vierten auch. Die drei Bentegas vorne. Die sind echt gut. Naja. Aber Rennen gewonnen ist Rennen gewonnen. Na gut, EP gab es natürlich nicht viele. Ja, warum auch? Naja, trotzdem ein wirklich geiler Wagen. Noch eine relativ lange Folge. Passt jetzt zum Wagen, der ist nämlich auch sehr groß. Ein gigantischer Wagen und eine verhältnismäßig gigantisch lange Folge. So um die 29, 30 Minuten, denke ich mal, 28. Ja. Dann gehe ich mal in den Drohnenmodus. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen mit einem neuen Wagen. Einem sehr schönen Wagen, kann ich ja schon mal sagen. Ich werde sogar noch mehr spoilern, es wird ein Lamborghini sein, also ein sehr, sehr schönes Auto. Aber ja, erst beim nächsten Mal, deswegen würde ich sagen, ich bin raus und ciao.